Moin, ich bin Ofe von T&T Mobility. Das ist meine wunderschöne Frau. Arni. Das ist? Birgit. Und das ist die Dieter. Moin. Wir sind hier gerade in Hannover und nehmen heute mal ein Auto mit. Ein nagelneues Model 3 wird heute abgeholt nach einer großen Odyssee, aber das erzählen wir euch am Ende des Videos. So, wir haben uns das Auto jetzt gerade angeguckt. Ich blende hier zwischendurch ab und zu mal Bilder ein. Wir haben natürlich wieder Lackprobleme. Das ist eine 720.000er Fahrgestellnummer, also ein aktuelles Modell. Wir haben hinten auf der Heckklappe was wahrscheinlich rauspoliert werden kann. Vorne sind, ja, wie sagt man auf Deutsch, ein Vogelschiss, der sich in den Lack gefressen hat. Den versuchen sie rauszupolieren. Das Auto ist sehr schattig lackiert an den Seiten. Wir haben jetzt gerade sehr diffuses Licht. Wahrscheinlich sieht man es nicht, wenn die Sonne drauf scheint, aber es ist der Lackauftrag zu dünn. Nun haben wir uns alle anderen hier angeguckt, die anderen Model 3 in weiß, und die waren genauso. Ne? Also hast du auch gesehen. Ne? Und das akzeptierst du jetzt auch anscheinend. Er hat keine Wahl, das ist das Problem. Anscheinend Tesla Standard im Moment, dass die weißen zu dünn lackiert sind. Müsst ihr mal genau hingucken, das kann man deutlich sehen. Ne? Dann haben wir einen Kratzer unten an der Stoßstange. Und im Armaturenbrett auf der Aluminiumleiste ist eine Kerbe drin, da ist irgendwas gegengefallen. Das kriegt er dann wahrscheinlich auch neu, sogar mit Sicherheit. Die Radhausschalen sind nicht angeklebt und so weiter und so fort. Also viel Kleinkram. Das wird jetzt aber alles noch gemacht, tatsächlich. Es wurde alles aufgenommen und die sind jetzt dabei. Wir warten da also jetzt drauf. Wir können das Auto nicht sofort mitnehmen. Und am Ende nehme ich das Auto dann nochmal ab. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, Elektros zu fahren? Wir sind im Rahmen einer Berlin-Reise i3 gefahren von Carnow, wie das, ne? Drive Now. Carsharing. Und ja, nach den ersten 2-3 Kilometern haben wir also dann hin und weg. Ja, so wie jetzt den meisten. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das war wann? Als Anna, bei mir war es eher so dieses ruhige, leise Dahinschweben. Ja. Bei ihm war, glaube ich, mehr so einfach der Dampf dahinter. Ah, okay. Ja, das, da tendiere ich auch mehr dahin. Aber mittlerweile dahin. Mittlerweile, ja, ja, aber beides. Also mittlerweile gehe ich auch wieder in die Richtung. Ja. Also das macht mir schon Spaß, wenn man da so richtig die Post hat. Und was, wann war das? Das war Anfang 2017. 2017, okay, ja. Das ist 3 Jahre her. Ja. Was habt ihr dann gemacht? Dann haben wir uns ab und an mal Elektroautos angesehen. Ja. Und haben dann auch eine Probefahrt mit dem Hyundai gemacht, bei Irlich. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wollen wir uns wohl den Hybriden mal holen. Ja. Vorher hatten wir noch einen Hybriden. Wir hatten mal der Elektromobilität nicht so ganz getraut haben. Ja. Also wir wollten uns mal ein bisschen auf Hybrid noch beschränken. Und der Hybrid, der konnte nicht direkt ausgeliefert werden. Was war das für einer? Der Hyundai Ioniq. Hyundai, ja, den gibt es ja als Normalverbrenner, als Hybrid und als reines Elektroauto. Plug-in-Hybrid war das. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, warum sollten wir eigentlich auf Plug-in-Hybrid gehen? Ja. Also wie viele? Es war ja bei mir damals auch so, als es anfing. Die Geschichte fing ja an mit einem Opel Ampera, Plug-in-Hybriden, wo ich mir dann auch gesagt habe, okay, Opel fahre ich jetzt erstmal nicht. Ich habe mir dann den Fisker Karma gekauft, weil ich auch Reichweitenangst hatte. Mittlerweile braucht man das wirklich nicht mehr haben. Ja. Ihr habt den also dann doch einen rein elektrischen gekauft. Ja. Und den habt ihr heute noch. Den haben wir heute noch, aber den werden wir jetzt in den nächsten Tagen brauchen. Okay. Weil wir haben mittlerweile momentan Stand 3 Fahrzeuge. Ja. Unter anderem auch ein Smartfoot. Ja. Cabriolet. Ja. Den behalten wir auf jeden Fall. Ja. Auch wenn der im Winter, gut, fahren wir sowieso nicht viel. Und, was hast du von erzählt? Du bist Motorradschreck mit dem Ding, ne? Ja. Mit dem Smart. Cabrio, ist das Ding ist super, oder? Das ist ja klasse. Der liegt ja auch gut in der Kurve. Und ja, also haben wir noch nie gefahren, ne? Nee. Müssen wir unbedingt mal machen. Würde ich auf jeden Fall das sehen. Macht Spaß. Ja. So, und jetzt? Ja? Du bist so schön unterschätzt, wenn du irgendwo an der Ampel stehst. Ja? Ja. Guck mir ja vor, ist ja nur ein Smart. Und dann, weil jetzt habe ich auch Spaß, mal auf die Tube zu drücken, weil dann einfach mal so draufdrücken und abziehen und die Gesichter so zu sehen. Ja. So, und dann kommen wir mal zu der Odyssee, die wir mal angekündigt haben. Also, ihr habt das Auto wann bestellt? Bestellt haben wir es Mitte Februar. Ja. Und ich hatte aber gesagt, ich möchte den gerne im Mai haben. Und daraufhin haben die dann das irgendwie, ich weiß nicht, wie die das machen, haben die das versucht hinzubiegen in den Mai. Und dann kam diese Corona-Sache. Und dann haben wir von Tesla auch nichts mehr gehört.
Und dann habe ich irgendwann mal nachgehakt und dann ging das auch immer ganz flott. Und dann haben wir einen Termin bekommen für den 25. Juni diesen Jahres. Der wurde dann wiederum abgesagt. Heute ist 28. Ne? Heute ist Sonntag übrigens. Wir sind hier gerade am Sonntag im Tesla Service Center Hannover und kriegen ein Auto. Der wurde dann abgesagt, wurde verlegt auf den 28., also ja, den heutigen Tag. Der wurde dann wieder abgesagt, wurde auf den 30. verlegt. Und dann hatte ich mitbekommen über Marine Traffic, dass das Schiff doch früher ankommt, beziehungsweise planmäßig ankommt. Und hatte mal wieder angerufen und dann haben sie mir gesagt, ja, ich würde einen neuen Termin bekommen. Und das ging dann plätscherte so dann dahin. Und dann habe ich wieder einen Anruf bekommen und dann wurde gefragt, die würden jetzt am 25. eine Lieferung bekommen hier in Hannover und wann ich den Wagen haben wollte. Und da habe ich gesagt, ja, es war ja schon mal der 28. abgemacht. Ist zwar ein Sonntag, aber. Und dann sagte er, ja gut, machen wir es auf den Sonntag. Okay. 28. Und das waren natürlich so ein paar Tage, wo wir ein bisschen aufgeregt waren, ne? Ja. Ich habe also von gestern auf heute fast überhaupt nicht geschlafen. Siehst du, und das ist das Schöne, das finde ich toll. Das kenne ich auch nicht mehr so ganz wie du jetzt, weil ich ja andauernd neue Autos kriege oder prüf oder fahre oder irgendwas mache. Aber ich weiß noch, wie das war. Naja, jetzt bauen die das Auto ein bisschen um und wenn er dann gleich fertig ist, dann gehen wir noch mal rein und gucken uns den Wagen an und dann zeige ich euch noch mal ein bisschen was. Ja, so sieht der Wagen aus. Die Mängel habe ich euch gezeigt. Man kann es jetzt nicht sehen, jetzt stehen wir hier gerade im Schatten. Es ist tatsächlich auch etwas dem Licht geschuldet. Aber wir haben das auch eben alle festgestellt. Die sind schattig lackiert. Da könnt ihr das hier sehen. Man sieht richtig die Lackierspuren. Und hier guckt dann schon die Grundierung durch. Wahrscheinlich seht ihr das jetzt nicht. Aber ich sehe es. Aber die anderen sahen genauso aus. Und das wurde auch hier ganz klar kommuniziert. Das ist im Moment Tesla Standard. Ja, das ist ein Long Range. Mit 7 Kilometern auf der Uhr. Mit weißer Innenausstattung. Anhängerkupplung. Mit 720.000er Fahrgestellnummer. Und er ist schick, oder? Weiß finde ich toll. Ich hätte für mein blaues Model 3 auch gerne eine weiße Ausstattung. Aber ich habe eine schwarze. Ja, wir machen jetzt die Einstellung des Autos. Wir gehen das komplette Menü durch. Machen die ganzen Einstellungen, dass er gleich unproblematisch fahren kann. So, jetzt seht ihr ihn auch mal. Da ist er. Schön, schön. Ja. So, wir haben das Auto jetzt erklärt. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde bestimmt hier drin, ne? Ja. Habe ich euch was zeigen können, was ihr nicht wusstet oder alles? Da waren ein paar Sachen dabei, die wir nicht wussten. Ich weiß es aber jetzt schon nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich ein paar Mal gedacht, aha. Ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Ja. Es gibt da so viele schöne Tricks, wenn man hier so runterdrückt, dass man dann eben gesagt nach Hause fährt. Ja, das zum Beispiel, genau. Mhm. Okay. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Herzlichen Glückwunsch auch von Arni. Genau. Ja, danke schön. Und ja. Ja, genau. Ich hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass du dabei warst, denke ich mal. Ja, wir haben schöne Sachen gefunden, ne? Ja. Ja. Doch. Also ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, Elektroauto steht ja dann Leder. Also bis zum nächsten Mal. Unten meine Adresse, wo ihr mich buchen könnt für alles rund um Tesla. Wir machen jetzt Urlaub. Tschüss.